Diese atemberaubende Kreation trägt den Titel Die Verwandlung und wurde erschaffen vom tschechischen Bildhauer David Czerny. Sie befindet sich im Business Park in Charlotte im Bundesstaat Carolina. Doch dank des Videos von Anne Helmenstein bekommen wir auch hierzulande die Möglichkeit, es zu bestaunen. Czerny erschuf auch diesen Kopf von Franz Kafka, der die Erzählung mit dem Titel Die Verwandlung schrieb. Die Skulptur, die sich permanent bewegt, befindet sich in seiner Heimatstadt Prag. Sie steht in der Nähe des Rathauses, wo Kafka eine Zeit lang als Versicherungsvertreter gearbeitet hat. Ein im wahrsten Sinne des Wortes bewegendes Kunstwerk.